Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII Rebirth. Wir sind immer noch mitten im Prüfungsgetümmel zusammen mit Nanaki und Barrett und auch Bugenhagen. Den will ich natürlich nicht unterschlagen. Und ich habe beim letzten Mal so ein Stück weit schon prognostiziert, dass das hier heute ein bisschen tricky werden könnte, denn dieser Raum... Der sieht für mich zumindest auf den ersten Blick alles andere als überschaubar aus. Und wir gucken mal, was wir hier heute alles weggeschaufelt kriegen und ob wir nicht vielleicht sogar die Prüfungen abgeschlossen kriegen. Ich habe ja eigentlich gerade nur die große Befürchtung, dass ich hier am Ende vielleicht irgendwas auslassen könnte und ich hoffe, das wird nicht passieren. Aber wir waren beim letzten Mal gründlich, wir werden es auch heute sein. Die letzte Folge ist natürlich jetzt noch nicht online, also sollte ich da was ausgelassen haben, was ich allerdings nicht glaube und ihr habt mich darauf hingewiesen, dann habe ich das noch nicht zur Kenntnis genommen. So, wir haben jetzt hier ein Plateau ohne Kiste, dafür mit interessanten und guten Zutaten, will ich immer sagen, aber das sind eigentlich eher Komponenten, keine Ahnung, mir fehlt irgendwie ein besseres Wort dafür. So, warte mal, ich kann also theoretisch den ganzen Abstieg auch via Treppe angehen. Habe ich hier gerade den Part begonnen? Ich glaube ja, oder? Was ist denn hier auf der Karte für ein komischer Weg da noch im Hintergrund eingezeichnet gewesen? Also hier so, der aussieht wie so der Henkel einer Tasse. Das wird wahrscheinlich einfach die Kletterpassage da oben sein. Und da bin ich ja schon entlang geklettert. Also, wir sollten nach vorne gucken und nicht zurück. Irritiert hat es mich trotzdem. So, da hinten ist auf jeden Fall eine Kiste. Die habe ich beim letzten Mal auch schon gesehen. Ich habe es aber, glaube ich, nicht laut ausgesprochen. Hä? Warte mal. Was ist denn das jetzt hier? Bin ich jetzt wirklich an der Stelle, wo ich heute den Part begonnen habe? Warum habe ich diese Stelle hier zum Runterspringen dann nicht gesehen? Das irritiert mich gerade ein bisschen. Aber ich muss ja von hier gekommen sein, weil hier erinnere ich mich ja auch noch an die ganze Route. Die wäre ja auch nicht aufgedeckt, wenn wir da nicht schon mal lang gelaufen wären. Also, nächstes Ziel. Nächstes Ziel ist, und dafür sollte ich ein bisschen gerade laufen, weil Fehler darfst du dir hier nicht erlauben, diese Kiste erstmal. So, von Barrett lasse ich mich jetzt nicht mehr aus dem Konzept bringen. Der meldet sich nämlich immer dann zu Wort, wenn wir uns, glaube ich, zu weit oder zu schnell entfernen. Aber hier gibt es jetzt ein neues Item. Himmlischer Reif. Ein prachtvoller und zugleich intellektuell anregender Reif der Klasse 10, der die Bewegung der Himmelskörper darstellt. Sieht auf jeden Fall interessant aus und ist auch stärker und besser als das, was Red gerade trägt, was mich ein bisschen überrascht. Aber vielleicht hat Red auch irgendwie nicht das Allerbeste angelegt. Ich könnte seine physische Abwehr auf jeden Fall massiv pushen, also die von Barrett. Ich muss jetzt nochmal kurz gucken. 109, 123 versus 157, 96. Da bleibe ich eher dabei, das Red zu geben. Und wir haben letztes Mal, war das glaube ich, schon festgestellt, dass ich eigentlich gar keine Materia mehr habe, die ich hier irgendwie noch zuweisen soll. Ich nehme jetzt, glaube ich, die erstbesten, die noch gelevelt werden müssen. Wobei, Moment, ich habe eine bessere Idee. Ich habe doch letztes Mal festgestellt, dass wir keinen Glutangriff haben, ne? Warte mal, das werde ich einmal ausnutzen, weil Feuer, glaube ich, das einzige Element ist, was ich aktuell nicht bedienen kann. Und das sollten wir, wem auch immer wir das wegnehmen, ja ohne Probleme ändern können. So, aber sie hat die Elementaraffinität drin im Zusammenspiel mit Glut, was eigentlich ganz gut ist. Warte mal. Was hat denn... Ach, Red ist auch sehr suboptimal aufgestellt, sehe ich gerade. Den habe ich immer als Ersatzbankcharakter gesehen. Und deswegen hat er hier diese ganzen Kombinationen leider nicht mehr drin. Aber der hat eigentlich eine ganz gute Durchschlagskraft trotz alledem gehabt. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt einen 1:1-Tausch, zumindest in der einen Kategorie mit Yuffie hier machen.
Mit 1 zu 1 Tausch meine ich, dass wir die Elementaraffinität und auch Glut einmal wechseln. So, das wäre das eine. Und dann könnte man noch drüber nachdenken, ihm eine andere Kombi, die aktuell jemand anders hat, mitzugeben. Widerstand, FP-Boost. Warte mal, alles was leuchtet ist erstmal interessant. Aber ich will eigentlich auch nicht an mein Hauptteam ran. Die Frage ist, wenn ich das jetzt Aerith wegnehmen würde, ob das so viel bringt. Ich glaube nicht. So, nee, das mit der Glut, das soll es erstmal gewesen sein. Ich gucke jetzt parallel mal, was wir ihm sonst noch so zuweisen können, weil das wird jetzt ein Item sein, was er wahrscheinlich ein bisschen länger auch behält. Gestärkte Attacke und geschwächte Abwehr wäre eine Option. Ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen, weil so viel mehr habe ich nicht. Also stehlen ist jetzt nicht so... Ach, Moment. Moment, Magieboost haben wir, glaube ich, erst in der letzten Folge bekommen. Und Erstschlag. Ah, ich glaube, ich werde mich hier in der Sparte ein bisschen bedienen. Erhöht den maximalen Magiewert mit mehreren Materia kombinierbar. Maximale Magie plus 100%. Alter Vater, das ist eine nicht unwesentliche Erhöhung. Wenn man es mal ganz soft formulieren und ausdrücken will. Und dann nehmen wir den Erstschlag noch mit rein. Ja, ich glaube, mit der Belegung kann ich gut leben. Besser als das, was ich mir da aus der grünen Sparte zuerst ausgeguckt habe. Das hilft auf jeden Fall. Danke, himmlischer Reif. Du hast auf jeden Fall guten neuen Schwung hier reingebracht. So, jetzt ist mein Dilemma aber nach wie vor noch nicht erledigt oder gelöst. Denn diese ganze Wand hier, auf die ich gerade geblickt habe, die erschließt sich mir noch nicht so ganz. Weil die ist riesig, die scheint aber nirgendwo wirklich hinzuführen. Das will ich mir aber einmal nochmal in der Praxis angucken. Hey, wo rennst du denn hin? Und mich nicht nur auf plumpe Theorie verlassen. Ja, guck mal, das ist wie so eine riesige Tapete. Aber ohne... praktischen Mehrwert, außer dass es halt hübsch aussieht. Aber man kann hier nur wie so eine Ameise diesen Wandabschnitt entlang krabbeln. Okay, aber das ist doch auch mal eine Erkenntnis. Ich hoffe, dass es hier keine gemeinen Kisten gibt, wo man sich irgendwo droppen muss. Da hinten zum Beispiel. Aber das grenzt auch wieder an eine Kletterwand. Muss ich dran denken, wenn wir da unten die Gegner, die ich gerade gesehen habe, bekämpfen, dass man da mit diesem kleinen Aufstieg auch eine Kiste mitnehmen kann. So, hier waren wir vorhin. Hier haben wir heute unseren ersten Kampf ausgefochten. Ich glaube, ich kann mit gutem Gewissen jetzt hier weiter nach unten gehen. So, was ist das jetzt hier wieder? Ich glaube, das ist wieder eine Kletterwand, die nichts bringt, oder? Oder kommen wir damit auf die andere Seite? Da komme ich zu den... Ah, da komme ich aber auch zur Kiste hin. Moment. Ich kriege die Kiste also geöffnet, noch bevor wir... Bevor wir in den Kampf ziehen müssen. Es sei denn, ich verkacke diese Kletterei jetzt hier, aber das, würde ich auch das geht gerne eigentlich können. Relativ problemlos. So, hallo neue Kiste. Was hältst du für uns bereit? Amulett aus alter Zeit. Hier kommen wenigstens ein paar speziellere Sachen. Ich glaube, das Ding haben wir nämlich auch noch nicht. Ich gehe mal wieder direkt zu Nanaki, um zu schauen, ob wir hier vielleicht ihm erneut was Gutes tun können. Frage ist nur, wo ist das Ding? So gefühlt hätte ich jetzt gedacht, dass sie das immer gleich unten einordnen. Ach, das haben wir schon. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Erhöht die Willenskraft um 10%. Ein Amulett, wie es in grauer Vorzeit alltäglich verwendet worden sein soll. Es sind aber viele Konjunktive und hätte, könnte, müsste. Keine Ahnung, wo ich das erste Exemplar her habe, aber so spannend ist das ja am Ende dann leider doch nicht. So, warte mal, da hinten sind noch Kisten. Aber wir machen mal erstmal die Viecher hier Platz. Sind das wieder... Ah, nee, das sind die Nidhoggs. Ich dachte gerade, Barret wäre ein Gegner. Für einen ganz kurzen Mini-Augenblick dachte ich, wir hätten jetzt hier einen neuen Gegner. Ich habe immer noch im Hinterkopf, dass wir... Dass wir für den Kampfsimulator noch zwei Gegner brauchen hier aus der Region. Wir standen damals bei 11 von
15 müssten jetzt aber bei 13 von 15 sein. Weil wir mit Nidhogg und diesem komischen Stinger oder wie der hieß, jetzt zwei neue beim letzten Mal analysiert haben. Und ja, mal schauen, was hier noch so folgen wird und ob wir das hier vervollständigt kriegen in diesem Gebiet. Oder ob wir dafür nochmal gänzlich woanders hin müssen. Ich weiß halt nicht, ob zum Beispiel dieser Drache, den wir draußen irgendwo in der Cosmo-Region noch bekämpfen müssen, ob sowas auch zu den Gegnern zählt. Weil ich glaube, von den 15 sind eigentlich nur eher normale Standardgegner gemeint und keine Bosse oder Spezialgegner oder so. Aber wissen tue ich es natürlich nicht. So, hier geht es auf jeden Fall weiter. Ich wusste doch, hier hat noch was gefehlt. Einmal Gegengift für umsonst. Warum eigentlich nicht? Ich bin echt traurig, wenn dieser Ort hier endet. Das könnte aber ein Bossraum sein hier. Warte mal, was sagt die Karte? Die Karte sagt, dass es danach auf jeden Fall weitergeht, aber mindestens ein Mini-Boss haben wir hier gerade vor der Nase. Pünktlich zum Start verlässt mich meine Stimme. Ungeil. Ach nee, das ist eine Statue. Der ist tot, oder? Ja, er gehörte zu den Gi. Ganz schön groß. Oho. Oh ja, in der Tat. Man soll sein Gegenüber ja eigentlich nicht nach dem Äußeren beurteilen. Aber die Gi sind genauso fürchterliche Gegner, wie ihr Aussehen es vermuten lässt. Und meine Mutter wurde von so einem... Nanaki, hier beginnt deine erste Aufgabe. Sie besteht darin, dich umzuschauen. Du musst verstehen, was hier vorgefallen ist. Alles klar. Finde die Relikte der Gi. Bring die Wahrheit ans Licht. Nur dann wird sich dein Weg öffnen. Red Suche. Drücke L2 über einem herumliegenden Gegenstand, um diesen aufzunehmen und an einen anderen Ort zu tragen. Red behält diesen Gegenstand im Maul, solange du L2 gedrückt hältst. Suche nach Gegenständen, bei denen es sich um Relikte der Gi handeln könnte und bringe sie zu Bogenhagen. Falls es zu einem Kampf kommt, lässt Red den Gegenstand zwar fallen, kann ihn jedoch im Anschluss erneut aufheben. Warum gibt es denn hier Kämpfe parallel? Also Gegenstand aufnehmen und an einen anderen Ort tragen. Also, was heißt denn an einen anderen Ort tragen? Weil wir sollen die doch bei Bogenhagen abgeben, oder nicht? Ja, wir gucken mal. So, die erste Prüfung. Das klingt jetzt eigentlich nicht so kompliziert, aber wir schauen mal. Am Ende bin ich ja dann doch manchmal ein bisschen verständnisbehindert. Und hier liegt auf jeden Fall schon mal was. Also, L2. Altertümlich wirkender Gegenstand aufgenommen. Bringe ihn ja, lass mich doch noch kürzer lesen. Hä? Habe ich das Ding noch im Maul? Achso, ja, habe ich. Okay, ich dachte, der ist jetzt wieder fallen gelassen. Aber es ist noch da. So, bitteschön. Nein. Finde ein Relikt der Gi. Oh. Huhu. Tut mir leid. Ich wäre fast weggenickt. Kaminit. Okay, also eine Kleinigkeit bekommen wir trotzdem. Ich kann ja nicht riechen, im wahrsten Sinne, was jetzt hier so ein Relikt der Gi ist. Keine Ahnung. Und Red ist scheinbar nicht imstande, das zu erschnuppern. Das ist auch falsch. Die sind wahrscheinlich einfach zu einfach. Oho, das ist nur ein gewöhnlicher Knochen. Man muss wahrscheinlich an die entlegeneren Winkel dieses Raumes, aber ich will trotzdem alles mitnehmen, was hier rumliegt. Vielleicht ist ja da irgendeine seltene Komponente oder so mit dabei. Warte, hier haben wir das nächste. Ein Andenken des Krieges. Schon. Oh, ein Pfeil der Gi. Drückt das Gift an der Pfeilspitze in den Körper ein, versteinert es den Gegner in Sekundenschnelle. Äußerst effektiv im Kampf. Jetzt habe ich die Statue voll unterbrochen. Das war eigentlich nicht mein Ansinnen. Talisman der Gi. So, warte, warte, warte. Das muss aber definitiv neu sein. Also daran hätte ich mich erinnert, wenn wir irgendwann mal was von den Gi schon bekommen hätten.
ein Talisman, den die Gi-Krieger zur Stärkung ihres Kampfgeistes auf dem Schlachtfeld trugen. Das sieht hübsch aus. Erhöht die Aufladungsmenge der Limitleiste um 10%. 10% ist auch gar nicht mal so wenig. Aber jetzt aktuell will ich das noch nicht austauschen. Die Limit-Attacken oder Angriffe, die habe ich immer als nettes Beiwerk wahrgenommen. Aber so ganz gezielt darauf hinarbeiten, ich weiß nicht. Ist vielleicht in manchen Kämpfen hilfreich, wenn du auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spielst oder so. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, eher nicht so zwingend notwendig. Was ist das für ein komisches Ding? Das Gute ist, wie kann ich ein... Achso, man kann trotzdem runterspringen, dankeschön. Das heißt, wenn die Statue, nachdem man das ins Maul genommen hat, nicht direkt irgendwas Positives kommentiert, dann wird das wahrscheinlich auch kein Relikt sein. Die meisten bezeichnen diesen Kristall schlicht als Materia. Sie nutzen ihn, ohne zu wissen, dass in ihm das Gedächtnis und das Wissen des Planeten schlummern. Okay. Ja, wir sind durchaus vertraut mit dem Begriff Materia, aber danke, dass du uns dazu nochmal theoretisch abholst. Sehr freundlich und so. Okay. Hat man aber eigentlich auch erkannt. Mir hat nur ein bisschen dieses typische Leuchten der Materia gefehlt. Die strahlen doch normalerweise immer so ein Licht nach oben hin aus, wenn die auf dem Boden rumliegen. Hier ist das scheinbar anders. Diese Waffe wurde von den Talbewohnern eingesetzt. Schau dir diese Verzierung doch einmal genauer an. Auf deinem Körper sollte genau das gleiche Muster zu finden sein. Ich sehe da ehrlich gesagt gar keine Verzierung, aber das werden wir im Menü gleich erkennen. Das war nämlich tatsächlich eine Waffe für Red. Sehr cool. Kommt auch gerade gut gelegen. Ah, diese Verzierungen sind gemeint. Okay. Dieser Halsschmuck wird traditionell von den Hütern Cosmo Canyons getragen. Ansporn des Hüters. Leert die Recherleiste und füllt die ATB-Leisten aller Gruppenmitglieder entsprechend auf. Verbraucht 2 ATB-Einheiten. Bei voll aufgeladener Recherleiste anwenden. Das wird dann schon wieder ein bisschen ätzend. Ich werde die jetzt trotzdem anlegen, auch wenn der Rückgang meiner Attackenwerte schon ein bisschen schmerzt, muss ich leider sagen. Magische Attacke kann ich ja ausgleichen, aber nicht die physische. Jetzt bin ich vielleicht doch nicht so glücklich über diese Waffe, aber okay. Erhöht die TP-Absorption durch Subvita bis um 30%. Verlängert die Dauer der Recherhaltung. Heilt beim Aktivieren der Recherhaltung TP. Erhöht den Schaden von Waffenfertigkeiten. Erhöht den Schaden normaler Angriffe. Reduziert den ATB-Verbrauch von Waffenfertigkeiten. Okay, wir machen hier den Boost rein, da den Boost rein und die magische Attacke. Ich hätte jetzt noch irgendwas ausgewählt, was beschleunigt, dass die Recherleiste sich auffüllt, aber das stand hier leider nicht zur Auswahl. So. Das Ding ist, dass Red auch gerade gar keine Heilung hat. Das heißt, ich würde ihm diese Heilung geben. Der hat die Heilwogen, das habe ich jetzt nicht vergessen hier durch die Feintechnik, aber ich will trotzdem, dass er auch imstande ist, mit MP-Verbrauch zu heilen, wenn es denn notwendig ist. Tja, Red, jetzt wirst du leider nicht mehr so viel Damage austeilen, wenn du normal angreifst, was irgendwie schade ist, weil das vorher echt ganz gut funktioniert hat. Hab auch überlegt, die alte Waffe noch drin zu lassen, bis ich mit dem Ort durch bin, damit ich das irgendwann offscreen einfach ganz gechillt abfrühstücken kann quasi. Aber wir versuchen das jetzt so. Ich glaube, wir sind levelmäßig auch ganz gut dabei. Das wird schon irgendwie funktionieren hier. Was ist das für eine komische Keule? Ist das eine Keule? Ich weiß nicht, sieht auf jeden Fall abenteuerlich aus. Nein. Finde ein Relikt der Gi. Oh, genau richtig. Als Spielzeug zum Zeitvertreib, meinst du nicht? Ein Baobab ist das. So viel zu dem Thema. Baobab sieht also aus wie eine dicke Keule. Alles klar. Ich dachte, Baobabs wären ein bisschen kleiner, aber das ist schon okay so. So, das könnte hier eventuell die letzte Plattform sein. Liegt hier nichts? Hier liegt gar nichts.
Das überrascht mich dann doch ein bisschen. Vor allen Dingen, weil ich gerade eine dicke Axt weggeschubst habe. Aber hier oben wird jetzt was liegen. Genau, und das ist eigentlich das letzte Relikt. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo ich hier hinklettern soll. Oh, unsere leblosen Körper sind erfüllt von Verlangen. Achso, ich dachte, das ging länger, was er da zu erzählen hat. Bin gerade ein bisschen überrascht, weil dann habe ich den vorhin vielleicht doch nicht so massiv abgewürgt, wie ich den Eindruck hatte, als ich das erste echte Relikt im Maul hatte. Hier kommen aber die ganze Zeit gar keine Gegner. Red, lass los! Wir sind gefangen im Schmerz. Wer ist es, der uns erlösen wird? Ein Bossy-Boss. Nee, weil wir im Tutorial-Text, da hieß es noch, dass wir... Ja gut, das habe ich hier natürlich das die ganze Zeit nicht mehr. Ich werde hier aber nicht blocken. Ich werde, glaube ich, so spielen wie immer. Und wenn sich zufällig ergibt, dass die Recherleiste dann voll wird, dann soll es so sein. Weil es im Tutorial-Text halt hieß, dass wir den Gegenstand aus dem Maul verlieren, wenn ein Kampf kommt. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen dachte ich, du wirst hier kontinuierlich unterbrochen. Einst fielen die Gi hasserfüllt in Cosmo Canyon ein. Nun ist einer von ihnen dazu verdammt, als Geist in den Tiefen der Höhle umherzuirren, wo ihm nur seine Trauer und sein Zorn Gesellschaft leisten. Er kann durch Magieangriffe, die seine elementaren Schwächen ausnutzen, sowie durch Heilmagie, schockanfällig gemacht werden. Physische Fernangriffe kann er zurückschleudern, indem er seinen Speer rotieren lässt. Setze in diesem Moment starke physische Nahkampftechniken ein, um ihn schockanfällig zu machen. Solange ein Gi-Hexer anwesend ist, kann er durch Seelenwanderung wiederbelebt werden. Das sind aber viele Dinge, auf die man achten muss. Der hat aber auch schon die Hälfte seiner Gesundheit irgendwie runter. Ja gut, warte, oh Mann, Red, ey, jetzt mach doch nicht den Cloud. Geh doch bitte, jump doch zum Gegner vor. Guck mal, die Recherhaltung, die ist fast zur Hälfte, ist die voll. Ich brauche ein bisschen ATB, weil ich Feuer machen will hier. Guck mal, der ist gleich down. So, einmal Feuerer bitte und vielleicht war es das dann sogar schon. Es sei denn, hier ist irgendwo so ein Seelenheini gerade unterwegs, der ihn dann wiederbelebt, aber nö. Das war der Geist eines Gi. Selbst im Tod sind die Gi noch voller Hass auf uns. Sie wandern rastlos durch diese Höhle auf der Suche nach Vergeltung. Ziemlich lästig. Nun, auch sie haben ihre Gründe. Man sollte stets auch einen Unterlegenen mit dem nötigen Respekt behandeln. Diese Statue steht ebenfalls aus gutem Grund hier. Ich möchte daher, dass du entsprechend sorgsam mit ihr umgehst. Okay. Unsere leblosen Hüllen. Wir brauchen die Statue. Bewege dich mit der Statue im Maul fort. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Statue hier sowieso jeden Eindringling angegriffen hätte, weil Bugenhagen gerade meinte, dass die immer noch einen Groll gegen uns haben. Aber, na gut, glauben wir mal seinen Worten. So, was soll ich jetzt damit machen? Weitergehen hieß es doch gerade im Text, oder? Warte mal, ich gucke mal kurz auf die Karte. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen, aber ich fühle mich eigentlich gerade relativ safe. Und wenn es falsch wäre, hier weiterzulaufen, dann wären wir wahrscheinlich schon aufgehalten worden. Der war erstaunlich leicht, der Kampf. Ich glaube, ich hatte Glück, dass der seinen komischen Seelenfreund da nicht zu Hilfe geholt hat, weil das hätte dann sicherlich nochmal ganz anders ausgesehen. So, Barrett. Barrett ist vergiftet. Warum? Das hat er aber nicht aus dem letzten Kampf noch mitgenommen, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht weg nach jedem Kampf. Ja, jetzt habe ich auch das Symbol gerade nicht mehr gesehen. Sorry, ey, muss gerade voll eklig aufstoßen. Es kann sein, dass ihr jetzt ein ekliges Geräusch vernommen habt. Es tut mir leid, das war keine Absicht. Aber ich glaube, es war auch nicht laut genug, als dass ich das in der Nachbearbeitung noch checke, dass es da irgendwie einen akustischen Ausschlag gegeben hat. Hey, da hinten ist eine Kiste, warte mal. Ich werde mal... Oha, was geht da unten ab? Oh, das sieht nach... Das sieht nach Rätsel aus.
4 Schalter, 4 verschiedene Farben, eine Linie, die hiervon schon ausgeht. Ich bin gespannt. Bisher, ich überlege gerade, ich glaube aber bisher gab es nicht wirklich ein aufwendiges Rätsel, was einem hier ein bisschen mehr abverlangt hat. Ich meine, diese hässliche Protosubstanz-Kacke da mit den Kaktoren nicht Cosmo, in Coral. Das wurde uns so ein bisschen als Rätsel verkauft, aber das ist, finde ich, eine Beleidigung aller richtigen Rätsel da draußen in diesem Genre. Deswegen kann ich das als Rätsel nicht akzeptieren und behaupte jetzt lieber, dass es das hier bisher nicht gegeben hat und wir hier gleich das erste vorfinden. Es sei denn, ich habe irgendwas vergessen. Kann natürlich sein. So. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, hoffe ich. Ich schätze mal, du wirst durch Kletterei hier irgendwo... Ja, wobei so viele Kletter... Ich sehe hier eigentlich gar keine Kletterpassagen. Irgendwas wird man machen müssen, um die Teile zu aktivieren. Die Frage ist nur, was? Kammer der Zeremonie. Okay. Einziger Weg. Ja, ich hätte schwören können, dass es hier noch nach geradeaus weitergeht, aber nichts da. Hello? Ist das ein Altarraum? Ich weiß ja nicht. Sieht eher nach einer Hexenküche aus. Geht es etwa nur mir so? Oh, ho, ho, ho. Das ist eine wirklich interessante Betrachtungsweise. Die sehen aus wie die von vorhin. Alles hat einen Sinn. Oder Zufälle bestimmen unser Leben. Wer kann das schon sagen? Aber du weißt sicher, was jetzt zu tun ist, Nanaki. Unsere leblosen Hüllen. Wir brauchen die Statue. Bring sie zu ihrem vorgesehenen Platz. Ach, ich muss diese Dinger, die ich hier die ganze Zeit anschleppe, einfach nur an die richtige Stelle setzen, oder was? Dann ist das auf jeden Fall Statue des gelben Kriegsgottes aufgenommen. Okay, da steht er sogar mit bei. Ja, dann ist das erwartungsgemäß nicht allzu kompliziert. Was kann ich jetzt hiermit machen? Weil da noch dieses Symbol oben drüber ist. Wahrscheinlich muss er erstmal alle von denen finden und dann passiert hier erstmal was. Aber kann der das nicht schon aktivieren und... Warte mal. Ach, ich muss das darauf stellen. Ja, okay. Mein Fehler. Es hat nämlich schon komisch angemutet, dass diese Linie da nicht erschienen ist. Unser uralten Hass. Ein Siegel. Was kommt denn jetzt? Verflucht nochmal! Das war's? Hoho! Nein, es hat gerade erst angefangen. Ich wollte gerade sagen, da fehlen doch noch zwei. Wer würde denn... Achso, das ist ja direkt um die Ecke. Ich dachte, du hast jetzt hier voll die dicke Suchaktion, aber das liegt ja hier alles quasi auf dem Präsentierteller. Ich sag ja, richtige Rätsel wirst du hier wahrscheinlich nicht mehr finden. Und rauf da. Oh, unsere uralten Zahn. Ein Siegel. Sei denn, das letzte Ding, das haben sie irgendwie fies versteckt, aber es sieht auf den ersten Blick alles relativ überschaubar aus. Na, mal gucken. So, hier können wir zwar runter gucken, aber nicht runterspringen, wollte ich gerade sagen. Irgendwie erinnert mich das ja alles ein bisschen an Elden Ring, so. Hier jetzt nicht mehr, aber wenn ich da so runterblicke, ich weiß gar nicht mehr, diese unterirdischen Bereiche, die genauso eingefärbt waren, auch so mit so einem türkisigen Licht. Ach, Nee, das ist keine Statue, das ist eine Materia, die da liegt. Warte mal, ist das der richtige Weg zu ihr? Ich weiß nicht, aber lasst es uns herausfinden. Wenn man jetzt hier einmal ums Eck kommt. Wo willst du denn hin? Was? Barrett hat die Gruppe verlassen, echt? Aber nur, weil der hier nicht rüberkommt, nicht weil ich zu schnell war, oder? Oder würde ich, wenn ich jetzt mehr Rücksicht auf ihn genommen hätte, ihn hier rüberholen können? Aber nee, das hier ist ein Bereich, wo man nur hingelangt, wenn man imstande ist zu klettern.
Das heißt, wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Eigentlich nicht. Aber solange wir hier nur sammeln und nicht kämpfen müssen, soll mir das recht sein. So, ich habe meine Orientierung wieder ein bisschen verloren, aber ich bin eigentlich genau da, wo ich hin wollte. Sehr schön. Ich hatte jetzt nicht mehr auf dem Schirm, dass wir hier am Fuße die besagte Materia vorfinden. Hello! Gestärkte Abwehr. Das sind alles Sachen, die wir schon kennen. Ich brauche mal wieder Frischfleisch. Einfach mal neue Materia. Oh, Backe, man kann hier schwimmen. Okay. So viel zu dem Thema. Aber wirklich weiter bringt einen das hier nicht. Okay, aber egal. Dann habe ich das Erste, was ich aus der Ferne schon mal gesehen habe, abgehakt. Und dann können wir uns auf die Statue konzentrieren. Da hinten ist so ein komischer Marker. Ist das die Ablagefläche oder ist das die Stelle, wo wir die Statue finden? Ich würde sagen, nee, das ist der Ablagebereich. Weil hier das Podest mit so einem komischen Pünktchen auch versehen ist. Aber wir haben uns ja auch noch gar nicht richtig umgeguckt hier. Das werden wir schon finden, das gute Stück hier zum Beispiel. Jetzt kommen bestimmt Kämpfe, oder? Nee. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt hier auch mit Nanaki alleine mal kämpfen. Oh, das hier sieht schon wieder sehr auffällig aus. Das wird auch safe gleich zum Leben erwachen, oder? Ich habe ein bisschen Angst. Die Atmo hier ist schon dezent gruselig. Muss ich ja mal neidlos anerkennen. Ich bin froh, wenn ich wieder bei Barrett bin. Mit dem fühle ich mich auf jeden Fall sicherer. Ah, hier ist das Ding. Aber auf dem Rückweg wird uns safe diese Statue überfallen. Die Frage ist, soll ich die mit Red alleine versuchen zu bekämpfen? Aber geht ja auch nicht anders, weil Barrett kriegst du ja hier nicht rübergebracht. Bitte steh nicht auf, bitte steh nicht auf. Diese Aura, wie könnten wir sie jemals vergessen? Natürlich steht er auf und ich bin nicht mal hochgeheilt. Endlich ist die Zeit gekommen. So lange mussten wir auf unsere Rache warten. Ich wette, jetzt kommt dieser komische Seelenfreak. Oh no, der kann Versteinerung. Wir müssen uns ganz schnell beeilen, Red. Ganz, ganz schnell. Du kannst das schaffen, je nachdem wie schnell... Oh shit, ey. Ja, ich brauche ATB, sonst komme ich hier nicht weiter. Was soll ich denn alternativ machen? Und tschüss. War gar nicht knapp oder so. Bewege dich mit der Statue im Maul fort. Ich muss erst noch meinen Schock verdauen, bitte. Lass mich. Ich kann gerade keinen klaren Gedanken fassen. So, ich will eigentlich meine MP ein bisschen schonen. Ich könnte die Heiltränke aber auch... Warte mal, wie waren das nochmal? Konnte ich die nicht upgraden, bevor ich da jetzt 50 Heiltränke verschlinge? Ich glaube, das kann man irgendwie eleganter lösen. Wobei für den Supertrank brauchst du gar keinen Heiltrank. Warum ist das hier so komisch alles gelöst? Hierfür brauchst du aber einen, aber da verbrätst du auch Äther... Hier verbrätst du Supertränke, hier verbrätst du auch Heiltränke. Warte mal, Heilspray. Achso, das heilt aber die ganze Gruppe. Aber das ist eigentlich trotzdem ganz geil. So, warte mal, davon will ich jetzt gerne einmal 5 haben. Ist das ein Widerspruch, wenn man sagt einmal 5? Eigentlich nicht, ne? Ich glaube, das kann man schon so machen. Und ich sehe hier auch ehrlich gesagt gar nicht, warum ich mich damit zurückhalten soll. Wir ballern mal noch ein 5er-Package hier raus. So. Boah, nee, weißt du was? Ich heile mich einfach mit Zauber und gut ist. Ja, nee, ich nehme jetzt einen Megatrank. Wie viel heilt denn ein Megatrank? Erstmal gucken. Ja, das ist schon okay. Das ist schon okay, weil im normalen Kampfverlauf, da nehme ich ja auch immer die Zauber. Und da bin ich eher wenig bis gar nicht auf so Sachen hier angewiesen. So, warum habe ich diese Kisten hier vorhin nicht zerstört? Oder haben die sich wie von Geisterhand wieder aufgebaut? Was ist hier los? Frau Nigoya, sie waren mal zuverlässiger in dem, was sie tun. So, Statue des grünen Kriegsgottes aufgenommen. So, und jetzt geben sie hier ein bisschen Speed. Dann können sie auch ihren Freund Barrett gleich wieder in die nicht vorhandenen Arme schließen. Und dann freuen wir uns über unsere Reunion. Warte mal, ich muss noch kurz gucken. Waren wir da unten schon? Ja, das war der Bereich, wo ich gerade schon lang geschwommen bin. Hallo Barrett und Bogenhagen. All unsere Freunde fangen mit B an. Damit darf ich offiziell auch ein Freund von Nanaki sein. Juhu. Ich würde da gut reinpassen.
Ich gründe eine Clique mit Barrett und Bogenhagen. Red wäre halt nur raus, ne? Der fängt selber nicht mit B an. Oh, unserem uralten Leid ein Siegel. Die Geschichte dieses Tals beginnt mit der Ankunft der Gi, und zwar vor tausenden von Jahren. Dieser Altar wurde errichtet, um die Gi in ihm auf alle Zeiten zu versiegeln. Die Gi sollten damit für immer verbannt werden? Wie konnten sie uns dann angreifen? Darauf habe ich keine Antwort. Nur die Gi selbst kennen die Wahrheit. Gehen wir. Du wolltest doch mehr über dich selbst wissen. Bestimmt ein Ungleichgewicht im Raumzeitkontinuum oder so. Der Endgegner hier, so viel wie die von Siegeln sprechen, ist bestimmt Julia Siegel. Diese Höhle stellt eine Art Grenzlinie dar. Sie trennt unsere Welt von der Gi. Hätten die Gi uns damals von hier aus angegriffen, wäre unser Tal mit Sicherheit im Untergang geweiht gewesen. Das glaube ich. Doch es gab einen Hüter des Tals, der um die Schwachstelle wusste, die diese Höhle darstellte. Hm? Dieser Hüter machte sich ganz allein auf den Weg zur Höhle. Wie erwartet sammelten sich hier die Krieger der Gi, bereit, das Tal zu stürmen. Beseelt von dem Gedanken, seine Heimat zu schützen, stürzte sich der Hüter in den Kampf und schaltete einen Gegner nach dem anderen aus. Aber Opa, wenn es so einen mutigen Hüter gab, warum habe ich dann noch nie was von ihm gehört? Oh, oh. Konzentrier dich erstmal auf das, was vor dir liegt. Ab hier wird es nämlich richtig gefährlich. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Also ehrlich jetzt, das klingt so ein bisschen sarkastisch. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es sehr, sehr hasse, wenn wichtige Dinge erzählt werden, während sich Charaktere fortbewegen. Aber ich bin wenigstens dankbar, dass das mit der Lautstärke halbwegs funktioniert hat. Nicht so wie bei diesen random Gesprächen, die die Leute führen, wenn du draußen in der Pampa unterwegs bist. Ich hoffe, ich habe jetzt hinter mir nichts ausgelassen, aber die Kiste, die habe ich ja mitgenommen. Ich fühle mich eigentlich relativ sicher. Aber da war halt jetzt auch viel Ablenkung drin. Egal. Das sieht ja mal richtig einladend aus, was? Ach. Das Herz ist allzu schnell erfüllt von Furcht. Doch sie wird nicht gewinnen. Denn du allein bist es, der über dich entscheidet. Nur wenn du alle Türen im Inneren der Höhle hinter dir lässt, ist die Prüfung geschafft. Du solltest dich bereit machen. Eieiei, ich bin eigentlich ziemlich ready. Ich hoffe nur, dass wir hier keinen Zeitdruck haben. Ich weiß nicht warum, aber mein Bauchgefühl hat mir gerade so ein bisschen Sorge bereitet dahingehend. Da ist eine neue Waffe, die man eigentlich nicht übersehen kann, weil wenn das erste Tor ist, muss man einfach ein bisschen zurücklaufen und gucken. Da kann man runterklettern. Oh, ich finde das sieht eigentlich schon einladend aus. Also in Real Life hätte ich bei so einem Gebiet natürlich irgendwie Angst um mein leibliches Wohl, aber so an sich als Gebiet voll nice. Ich mag das. Auch wenn es kein klassisches Lava-Gebiet ist, aber das ist so ein bisschen Lava-mäßig angehaucht. So, warte mal, ich starte mal hier, weil das von oben nach Sackgasse aussah. Wird aber wahrscheinlich keine sein. Barrett, du bist jetzt aber wieder bei uns, ne? Das, darauf will ich mich gerne verlassen können, und da ist er auch. Alles schön, alles gut. Mit Barrett an meiner Seite fühle ich mich fast unbesiegbar. Aber auch nur fast. So, die Gegner hier mag ich auch. Die kriegt man zu zweit ganz gut kaputt. Und wie er sich immer freut. Ach, guck mal, die Kiste habe ich von oben gar nicht gesehen. Siehste mal. Aber ob das jetzt hier eine Sackgasse ist, habe ich immer noch nicht verstanden. Eieiei. Es wird hier bestimmt noch mehr als nur zwei Ebenen geben, oder? Oder gibt es hier... Ne, guck mal, da unten. Es gibt mindestens drei.
Ach, komme ich jetzt zu Fuß hin? Ich komme zu Fuß hin. Von hier aus erreiche ich die Treppe. Okay, also so ein bisschen labyrinthisch ist das schon. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Auch wenn ich noch nicht weiß, ich wollte heute eigentlich nur in Anführungsstrichen 3 Folgen aufnehmen. Aber ich glaube, hier mittendrin im Gebiet aufzuhören, ist nicht die allerklügste Idee. Und wie sollen wir dieses Ding jetzt aufkriegen? Gute Frage. Nicht wahr, Nanaki? Achso, ich dachte, wir kriegen jetzt eine Antwort. Achso, man muss einfach hier an Ketten ziehen. Hä, ist das wirklich so simpel? Ich glaube, die Antwort lautet ja. Aber ich will erstmal gucken, dass wir diese Kiste da an uns reißen. Die macht mich nämlich gerade 1000-mal mehr an als dieses olle Tor. Oh, guck mal, 15 Gegner in der Kosmoregion. Moment, 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 das ist das Thema. Ich wusste gar nicht mehr, dass es angezeigt wird, wenn du die 15 voll hast. Aber umso besser. Doppelgesicht. Hä, aber welcher Gegner war denn der dritte? Vielleicht war das doch diese komische Gie-Statue, die wir zweimal bekämpft haben. Dieses verfluchte Wesen streift in Höhlen umher. Einst als Maske bei Ritualen der Gie genutzt, sog sie deren Hass in sich auf und nahm ihre jetzige Gestalt an. Sie zeigt sich von zwei Seiten. Eine drückt Freude aus, die andere ist von abgrundtiefem Hass verzerrt. Wird während Gie aufs Ganze schockanfällig. Treffer mit starken Fertigkeiten setzen das Roulette in Gang, welches dem Spieler je nach Ergebnis Vor- oder Nachteile verschafft. Ich hasse solche Gegner, weil ich halt auch nie an mein Glück glaube. Beziehungsweise bei solchen Geschichten immer der festen Überzeugung bin, ziehe die Kette so weit es geht. Ich glaube, mein Spiel ist irgendwie besoffen. Was ist das denn? Ich bin doch voll weit entfernt von der Kette oder ist hier auch noch irgendeine andere? Also den Hinweis verstehe ich schon. Der ist nur räumlich gesehen gerade ein bisschen deplatziert, finde ich. Willst du mal sterben? Hallo, Doppelgesicht? Warum stirbt das Vieh nicht? Hä? Habe ich hier irgendwie einen Logikfehler drin? Was soll das? Ich verstehe hier nichts mehr. So, das macht mich wütend. Deswegen einmal maximale Wut, bitte. Materia-Stufe gestiegen. TP-Boost. Okay, das haben wir ja gesehen. Achso, der ist noch gar nicht tot. Auf Barretts Seite haben wir das ja gesehen. Kosmo-Feldforschung Stufe 1. Wuhu! Bioanalyse, grausige Schlünde. Ja, das war beim letzten Mal noch ausgegraut. Über die grausigen Schlünde bin ich überhaupt erst drauf gekommen, dass noch Gegner hier fehlen in der Region. Panzerfaust. Die gute alte Panzerfaust für den guten alten Barrett. Ey, jetzt gib mir bitte keine Waffe, die wieder meinen physischen Angriff so runterbuttert. Das kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Okay, das ist gut. Das ist gut. Die Stats sind in Summe, ja, ausgeglichen. Panzerfaust, eine verfluchte Schusswaffe, die den Groll eines vergessenen Volkes in sich trägt. Auf jeden Fall mehr Materia-Slots. Barrett schlägt mit der Faust auf den Boden und schleudert so Gegner im Wirkungsbereich in die Luft, Beben der Erde. Mindestens 2 Gegner treffen. Oh, voll gut, ey. Voll gut. Barrett, einfach mal Lieblingscharakter hier. Kann man nicht anders sagen. Kann ich nicht anders sagen. Ist ja bei jedem anders. Erhöht die Resistenz gegen Unterbrechung beim Feuerstoß. Erhöht die Energiemenge beim Nachladen von Feuerstoß. Was heißt Energie? Achso, wenn du explizit auf Nachladen drückst, dann füllt er eine kleine Menge auf. Ne? Das mache ich immer irgendwie so selten. Erhöht den kritischen Schaden um 10%. Erhöht die kritische Chance. Erhöht den Schaden normaler Angriffe. Stellt TP wieder her, wenn Gegner im Schockzustand mit Spezialfertigkeiten angegriffen werden. So, ich nehme einmal das und die Rate kritischer Treffer. Und dann hoffe ich, dass wir hier bald noch einen dritten Slot bekommen. So. Und dann habe ich jetzt hier das gleiche Problem wie seit Urzeiten schon. Ich könnte natürlich auch irgendwas Ausmaximiertes nehmen. Lädt beim Versetzen eines Gegners in den Schockzustand die ATB-Leiste auf. Ich gebe ihm jetzt mal einen ATB-Schock. Materialismus hat, was Verknüpftes um eine Stufe noch erhöht. Ja, Automagie, nee. Warte, ich wollte hier nicht raus aus dem Menü. Was steht hier noch zur Auswahl? Nur ausmaximierte Sachen. Was war das nochmal? Ermöglicht den Einsatz der Fertigkeit Limit Union, überträgt die Limitenergie eines Gefährten auf die eigene Limitleiste. Nee, ich will das nicht hin und her shiften. Ich finde das schon gut, wenn jeder
seinem eigenen Sud. Bleibt hier, behandeln. Das gebe ich ihm noch. Damit leveln wir zwar nichts Neues, aber egal. Behandeln kann nicht verkehrt sein. Das hat mir in der letzten oder vorletzten Folge irgendwann mal gefehlt. Ich glaube, das war irgendwas im Kampfsimulator. Krieg aber doch, das war wegen Versteinerung, genau, weil so viele Gegner da Versteinerung eingesetzt haben. So, die Frage ist, will ich jetzt hier schon hin? Das ist doch eigentlich der richtige Weg, weil du hier von Tor zu Tor dich durchhangelst. Ich will nur gucken, weil wir hatten doch hier noch so viele andere Wege. Was haben die denn dann für eine Bewandtnis? So, hier gibt's... Ah, das ist so cool, dass ich jetzt gar nicht mehr überlegen muss, ob hier irgendein neuer Gegner ist, sondern einfach drauf losbrettern kann hier. So, bei Barret nicht vergessen, dass er eine neue Fertigkeit hat. Beben der Erde. Go for it. Oh, der holt aber lange aus, bis er das hier wirklich zum Einsatz bringt. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber der Schaden scheint okayisch zu sein. Geschicklichkeitsbonus erhalten. Was? Der hat das jetzt aber noch nicht gelernt, oder? Warte, ich bin verwirrt. Bitte Wirbelfänger. Das werden wir in diesem Kampf auch nicht nochmal rausfinden. Da ich keinen Bock habe, ins Menü zu gehen, müssen wir jetzt warten, bis der nächste kommt. So, wo bin ich denn gerade hochgeklettert? Hier, ne? Ja. Okay, so. Warte. Warum gibt es hier so viele Wege? Unten haben wir doch eigentlich den richtigen schon gesehen. Gab es jetzt hier noch irgendeine andere Route? Bin ich von hier gekommen? Das sind Gegner. Hä? Woher bin ich denn gekommen? Ich laufe auf jeden Fall auf den Eingangsbereich zu, aber entweder sind die jetzt hier respawned oder ich war hier noch nicht, aber das werden wir sicherlich noch rausfinden. So, Barret, bitte einmal nochmal. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob hier bei ihm dieses Pünktchen noch da ist. Ja, bebende Erde. Er hat es also noch nicht gelernt. Ich weiß halt nicht, was das heißt, wenn da steht es wieder, Geschicklichkeitsbonus erhöht. Irgendeine Materia hat sich auch gerade verbessert. Welche war es? Oder? Nee, das war einfach nur ein Stufenaufstieg. Ich bin verwirrt. Auf mehreren Ebenen, die man unschwer erkennt. Ich wollte nur kurz gucken, ob vielleicht bei Barret jetzt der dritte Slot freigeschaltet wurde für die Waffe. Achso, hier waren wir schon. Hier waren wir. Und dann bin ich da nach oben geklettert. Oder bin ich da nach oben geklettert? Ich habe doch irgendwann gesehen, dass man zu Fuß zum Tor hinkommt. Ja, lass mich einfach hier liegen. Ich komme schon zurecht. Nicht. Aber wir gehen jetzt einfach mal... Warte, wenn ich den Weg jetzt noch finde. Wir gehen jetzt einfach mal dahin. Ich glaube, wir haben alles. Ich habe mich jetzt zwar ein paar Male im Kreis gedreht. Aber ich denke, wir haben jetzt unten noch den Weg beim Tor und diese Treppe, die hier weiterführt. Also Treppe. Das ist eigentlich eher eine Rampe. Hier haben wir eine waschechte Treppe. Was ist das jetzt hier für ein Kletterdings? Ich weiß es nicht. Warte mal. Also. Die Karte sagt aber, dass hier der richtige Weg ist. Aber wir müssen doch durch diese Tore. Oder sind die Tore optional? Die waren doch offiziell unsere Aufgabe, die zu durchschreiten. Jetzt bin ich schon wieder hier bei der geöffneten Kiste. Hä? Wahrscheinlich hängt das alles mehr miteinander zusammen, als ich dachte. Wahrscheinlich laufe ich jetzt hier auch einfach zurück. Kann das sein? Kann es sein, dass wir hier oben standen und auf das Gebiet runtergeguckt haben? Ja. Ich bin wieder ganz am Anfang. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Jetzt gibt es tatsächlich nur noch einen Weg. Und der heißt durch das Tor. Ich muss den jetzt nur noch irgendwie finden. Aber ich glaube, ich weiß noch ungefähr, wie man laufen musste. Gibt hier, glaube ich, auch mehrere Wege, die zum Ziel führen. Und ich habe mir, glaube ich, gerade den längsten ausgesucht. Aber egal. Wenigstens wusste ich direkt, wo ich ungefähr langlaufen muss. Also, L2. Jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr und keine Ausreden. Da warten auch schon die nächsten Gegner. Sind das zwei? Du bist wirklich ein kluges Köpfchen, Nanaki. Was ist denn daran klug? Ich habe einfach nur an einer Kette gezogen. Also das hat für mich auch nichts mit Kombinatorik oder so zu tun. Aber danke trotzdem, dass du uns Komplimente machst. Sehr freundlich.
So, okay, haben wir einen Bogenschützen auch mit drin. Den habe ich jetzt leider zu spät gesehen. Deswegen lasse ich meine Wut jetzt an dem aus. So, guck mal, den will ich jetzt gerne Heilwogen nochmal anwenden, wenn er irgendwann mal seinen ATB-Balken noch voll kriegt oder auch mal den Gegner trifft. Das wäre schön. So, wo sind sie? Da. Bitte einmal aktivieren. Ich hoffe, Barrett steht im Dunstkreis. Nein, tut er nicht jetzt, aber... So, kannst du ruhig ein bisschen Zeit lassen, Barrett, mit dem Töten, denn wir haben ja hier noch ein bisschen Gesundheit aufzufüllen. Ja, das war doch eine gute Runde, würde ich sagen. Auch für unseren LP, HP, TP-Zustand, wie nennt man die hier? Ich weiß es nicht. Gibt es jetzt hier wieder zwei Wege? Nee, oder? Sag mal, dass ich mich verguckt habe, bitte. Komme ich hier weiter? Ich habe nur diese Sammel-Items da hinten gelesen, aber... gelesen. Ich habe die Sammel-Items gelesen. Auflesen möchte ich sie irgendwann mal, aber... Lesen an sich erstmal nicht. Dafür müsste ich auch erstmal rankommen an die. Was ist das denn? Wahrscheinlich die nächste Kette, an der man gleich ziehen muss. Okay, dann habe ich den Aufbau am Anfang ein bisschen falsch gesehen, weil ich dachte wirklich, dass diese Tore in dieser Intro... Vorstellungssequenz, da sah das für mich so aus, als wären die alle so... Ja, was ist das denn hier für ein Weg? Achso, hier muss man einmal rüberlaufen. Ich dachte, hier wäre irgendwie der Übergang kaputt. Das sei ja auch ein Stück weit. Ich dachte, du müsstest einfach nacheinander die Tore öffnen und vorher für jedes Tor immer irgendwie ein kleines Rätsel lösen oder so, aber das Thema Rätsel hatten wir ja schon. So. Hier sonst noch irgendwas... Oh, dieser Ort ist so cool. Also ich meine nicht nur hier in diesem Lava, in Anführungsstrichen, Bereich, sondern generell. Ich finde diese Prüfung richtig nice. Aber das liegt auch daran, dass wir die mit Barrett bestreiten dürfen. Ich glaube, das trägt für mich persönlich zumindest zum Fun mit bei. Das sieht aus, als würde man sich hier beeilen müssen. Ich hätte nämlich noch ein weiteres Mal dran ziehen können. Ich glaube, das war bei dem anderen nicht so. Aber keine Ahnung. Das waren doch die Sammelteile, auf die ich vorhin runtergeblickt habe, oder? Oder die ich aus der Ferne gesehen habe. Die ich aus der Ferne gelesen habe. So, was haben wir hier Feines? Auf jeden Fall keine Sackgasse. 3 Goldnadeln. Wollt ihr mich verarschen? Das heißt doch wieder, dass hier bald Gegner kommen, die dich versteinern können. Vielleicht kennen wir die sogar schon. Ich hatte nur noch nicht das Vergnügen bisher. Achso, das ist auch der einzige Weg gewesen. Okay, wollen wir erstmal klettern oder erstmal laufen? Wahrscheinlich führt das eh wieder alles in die gleiche Richtung. Ja, alles führt auf dieses Ziel hier hinaus. Ich würde erstmal laufen. Wir haben ja die Wand hier ein bisschen im Blick. Oder? Haben wir das? Ja, da oben kommen wir dann irgendwann mal an. Ich glaube, das war eine kluge Entscheidung. Solange wir uns davon nämlich nicht entfernen, brauche ich dann im Anschluss auch nicht nochmal Probe zu klettern. So, was haben wir hier? Ein paar Gescher. Ey, mit diesem Zweiergespann hier fühle ich mich voll sicher. Einfach. Ich glaube, ich habe aber für meine Verhältnisse hier auch nicht die allerdümmsten Materia gerade zugewiesen. Ich habe jetzt Behandeln drin, beide können heilen, wir haben alle Elemente. Das flutscht hier. Aber vielleicht habe ich auch durch den ein oder anderen Umweg im Kosmo-Gebiet oder in der Region... Ah, ich habe vergessen, Barretts Waffenfertigkeit einzusetzen. Ups. Vielleicht habe ich dadurch auch ein paar mehr Level schon zustande gebracht, als eigentlich... hier vonnöten wären. Was war die Level-Empfehlung für diese Prüfung? 36 und wir waren bei 40? Das macht, glaube ich, schon einen gewissen Unterschied. So, warte mal, hier war jetzt irgendwo die Kletterwand auf der Seite, oder? Ja, da oben habe ich sie, glaube ich, schon gesehen. Hier nämlich. So, das ist die, die wir von unten gesehen haben. Das heißt, eigentlich sind wir voll auf Kurs. Da hinten ist das nächste Tor. Hier gibt es nichts weiter. Ist der Weg zum Tor das einzig wahre und das einzig zur Verfügung stehende? Die Antwort lautet ja. So habe ich das am liebsten hier. Maximale Klarheit, keine Irritation. Boah, ich glaube, ich muss danach nochmal die nächste Folge aufnehmen. Ich kann jetzt nicht aufhören. Ich kann doch nicht mitten in dem Gebiet aufhören.
Also von hier aus hätte ich jetzt einen guten Ausgangspunkt, so Pi mal Daumen. Aber ey, ich will wissen, wie der Abschluss hier aussieht und was, wie die das hier am Ende gelöst und visualisiert haben. Was stand da gerade? Ich glaube, ich habe gerade einen wichtigen Hinweis übersehen. Hoffentlich wird er nochmal eingeblendet. Wenn du die Kette nicht an der Halterung befestigst, schließt sich das Tor wieder. I see. Okay. Haben wir auch wieder was gelernt. Und da hinten warten die nächsten Gegner. Sind das jetzt drei von denen? Also langsam übertreibt ihr das ja ein bisschen, ne? Geißenträger. Okay, warte mal. Ich mache es einfach mal so, als wäre hier alles easy peasy. Aber kennen wir die alle? Da sind überall Fragezeichen, aber die Texte sind freigeschaltet. Was war nochmal die Erklärung dafür? Dass halt jeder Gegner mit anderen Gesundheitsgrößen versehen ist, ne? Ich muss gleich niesen. Entschuldigung. Aber ich finde, niesen ist nicht so anstrengend und ätzend wie dieses Rumgehuste. Oh shit, jetzt geht's mit der Versteinerung los. Ich hätte vielleicht vorher nochmal abspeichern können. Ey, mein ATB braucht manchmal so Ewigkeiten, bis da mal Bewegung reinkommt, ey. So, wo ist es? Goldnadel, hier. Wer war zuerst fast versteinert? Ich weiß es nicht. Ich gebe mal Barrett erstmal den Vortritt. Ey, und der ist direkt wieder versteinert worden. Was ist das denn für eine Rotze? Dann lohnt sich das ja fast gar nicht, das hier irgendwie zu heilen. Ja, apropos. Ja, gut, geil. Jetzt ist er versteinert. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Vor diesem Kampf ja auf jeden Fall nicht. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Hä, hatte ich dem nicht irgendwann Heilung mitgegeben? Ah, ich habe aber Medica. Moment! Aber ich werde das Ruder jetzt hier eh nicht mehr rumreißen können, glaube ich, weil Barrett wird mir hier gleich abnippeln. Wobei... Komm, schnell, schnell, schnell! Wir brauchen jetzt Heilwogen. Ganz, ganz schnell brauchen wir das. Ich hoffe nur, er ist jetzt hier irgendwie im Radius. Greifen die denn eigentlich immer noch an? Hä? Was passiert hier? Ich verstehe gerade nichts. Warum wird Barrett nicht geheilt? Ich kann mich nicht bewegen. Bewegt, kann er sich generell nicht bewegen während Heilwogen? Ach stimmt, ich glaube, ich erinnere mich dunkel, dass das mal hieß, dass die dann so ein bisschen out of order sind. Ja, nee, ich glaube, das wird nichts mehr hier. Ich weiß aber auch nicht, wie ich das nächstes Mal hier besser machen soll. Wobei, ich habe so eine... Ach nee, diese komische White Cape, die hat mir ja nichts gebracht, ne? Das war gegen Frosch, war das, glaube ich. Ich verwechsel, glaube ich, gerade die... Items, die mir in der Vergangenheit geholfen hätten. So, ich muss Barrett irgendwie heilen. Tschüss, Barrett. Jetzt ist Red versteinert. Geil. Das sind genau die Kämpfe, die Bock machen. Mehr davon. So. Preisfrage. Kriegen wir Barrett jetzt hochgeheilt? Wenn ich ihm einen Übertrank gebe, den werde ich jetzt sogar opfern. Einfach, weil ich es kann. Und es kam... Ey, aber das war ja wirklich in der allerletzten Sekunde gerade. Ey, was zur Hölle tue ich hier? Ich check diesen Kampf nicht. Das sind mir viel zu viele Leute, die viel zu viel komische Sachen machen. Hier, Bogenschützen. Kann ich den einmal anvisieren? Ich glaube, der ist das schwächste Glied hier in der Kette. So. Dann. Ich gebe diesen Kampf hier noch nicht auf. Auch wenn wir heute vielleicht in Überlänge laufen. Goldnadel. Einmal auf Red. So, Barrett. Und dann gib alles... Ich freue mich gerade, dass er überhaupt mal 5 Sekunden dabei ist, ohne versteinert zu werden. Ich weiß, ich darf das nicht zu laut sagen. So, und jetzt können wir endlich mal hier ein bisschen auf die Kacke hauen. Ein bisschen Synthese-Angriffen. Nice. Und Limit steht mir zur Verfügung. Mega. So, das kriegt er jetzt volle Breitseite ab. Katastrophe. Konzentriert die gesamten geistigen Kräfte. Vernichtender Strahl. Heftige Explosion. Was ist denn besser von den beiden? Warum hat denn das eine ein Ausrufezeichen und das andere nicht? Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach mal. Vielleicht war das jetzt keine dumme Entscheidung. Und der nächste ist im Shop und damit auch... Ach nee, der Kampf ist vorbei. Geschafft. Bist du dir da sicher, Nanaki? Können wir die Geister der Gie auf diese Weise von ihrem qualvollen Hass erlösen? Kommt, wir müssen weiter. Bald haben wir unser Ziel erreicht. Ja, bald heißt aber leider nicht mehr heute, ihr Lieben, denn ich werde jetzt an dieser Stelle einen Break machen und wir werden uns dort in Richtung Zielgeraden hinbewegen und ja, hoffentlich das Ganze zu einem glückseligen Ende für alle Beteiligten
bringen. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!